Die US-Notenbank Fed ist, das hat Jerome Powell immer wieder klar gemacht, datenabhängig in ihren Entscheidungen und die Märkte wiederum sind Fed-abhängig in ihren Richtungsentscheidungen, in ihren Bewegungen nach oben oder unten. Und da haben wir in der letzten Woche ziemlich schlechte Nachrichten bekommen. Insgesamt kann man ja sagen, die CPI-Daten, also die US-Verbraucherpreise, höher als erwartet, im Mindesten zum Vorjahresmonat. Dann hatten wir die deutlich heißeren Erzeugerpreise und am Freitag die deutlich heißeren Personal Consumption Expenditure Verbraucherpreise, also PCE Verbraucherpreise. Dazu noch jede Menge Konjunkturdaten, ISM Index, Einkaufsmanager Index, Einzelhandelsumsätze, viel besser als erwartet. Also eigentlich alle super schlechte Nachrichten für die Märkte. Dementsprechend haben die auch so reagiert, nämlich negativ. Wir haben die schlechteste Woche diesen Jahres gesehen, was aber nicht heißt, dass eine Geschichte, ein Markt permanent nur eine Richtung geht, sondern Märkte bewegen sich in Wellen. Wir haben dann immer wieder Rückschläge, Rückbewegungen, technische Gegenbewegungen und eine solche ist etwa jetzt zu Wochenbeginn zu erwarten. Wir sind im kurzen Zeitfenster schon ziemlich stark überverkauft. Dementsprechend ist ein Bounce durchaus wahrscheinlich. Das sieht man in vielen Märkten, nicht nur jetzt direkt in den Aktienmärkten, aber schauen wir uns die Gemengelage mal an, ohne dass das daran etwas ändert, dass der Gegenwind für die Märkte, nämlich ein solcher Bounce nach oben, der Gegenwind für die Märkte schlichtweg zu groß sein wird, als dass sie dem einfach widerstehen könnten. Hier nochmal ein Rückblick auf die PCE-Daten, die wir am Freitag gesehen haben. PCE Core Services ex Housing, das ist die Kategorie, die für die US-Notenbank Fed erklärtermaßen, für Paul hat das mehrfach gesagt, wir achten auf diesen Sektor. Wir haben jetzt einen der heißesten Daten hier in diesem Core Services ex Housing seit den letzten 35 Jahren gesehen. Das ist schon ein heftiger Schlag ins Kontor und Morgan Stanley weist darauf hin, oder war es JP Morgan? Es ist nicht mehr das, was Sie da oben sehen als Text, meine Damen und Herren, dass wir jetzt das erste Mal seit den 1970er Jahren wieder eine ähnliche Motivation bei Zentralbanken haben. Wir erinnern uns, die Inflation war ja eigentlich seit den 70er Jahren nicht wirklich ein Problem. Die Notenbanken haben die Zinsen angehoben, weil die Wirtschaft stark gewachsen ist, oder wenn sie die Zinsen angehoben haben, dann deshalb, weil vor allem die Wirtschaft stark gewachsen ist. Aber die Inflation war gar nicht so das Problem. Also die Zinsanhebungen erfolgten wegen der Stärke der Wirtschaft. Man wollte vermeiden, dass diese Wirtschaft überhitzt. Jetzt haben wir eine andere Situation. Jetzt haben wir die Situation, dass die Notenbanken im Grunde die Wirtschaft unter das Wachstumspotenzial drücken wollen, um die Inflation eben zu bekämpfen. Das gab es zuletzt in den 1970er Jahren und das ist der Unterschied zu den vorherigen Zyklen bis eben auf die 1970er Jahre. Dementsprechend, the Fed is data dependent, markets are Fed dependent. Die reagieren natürlich auf das, was dann von der Fed zu erwarten ist. Hier sehen wir nochmal die deutlich höheren PCE-Daten, auch zum Vorjahresmonat nach oben revidiert, also wirklich auf breitester Front. Und vor allem, was wichtig ist, wir hatten vorher im Gütersektor ja eigentlich eine Disinflation, wie der Jerome Powell immer wieder gesagt hat. Jetzt sehen wir, dass das auch wieder nach oben gedreht ist, dass also auch aus dem Gütersektor wieder Inflationsdruck kommt und dementsprechend reagieren die Märkte. Drei Zinsanhebungen sind jetzt voll eingepreist, insgesamt 75 Basispunkte, also März, Mai und Juni auf diesen Sitzungen werden diese nächsten Zinsanhebungen jetzt laut Fed Fund Futures mit praktisch 100%iger Wahrscheinlichkeit erfolgen. Die nächste Sitzung der Fed ja, soweit ich das erinnere, am 21. und 22. März nach der EZB, aber entscheidend, man hat jetzt seitens der Fed Fund Futures, das ist für die Märkte natürlich auch, für die Aktienmärkte relevant, eben alle Zinssenkungen für 2023 wieder ausgepreist. Wir haben jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 30%, dass im März die Zinsen sogar um ein halbes Prozent steigen etc. Wir haben den VIX nach oben gehen sehen. Wir sehen, dass die Hypothekenzinsen, Mortgage Rates wieder über 7% sind, also die Financial Conditions beginnen sich zu straffen, auch mit den steigenden Renditen. Gleichwohl sehen wir, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass wir sehr robuste Konjunkturdaten insgesamt sehen. City Economic Surprise Index geht nach oben. Die Terminal Rate Expectations eben auch, also die Erwartungen
wo der Gipfelpunkt der Zinsen sein wird. Und haben wir jetzt vielleicht eine Earnings Recession, aber noch keine wirkliche Rezession? Wird es diesmal so sein, dass praktisch nur die Gewinne der Unternehmen nicht mehr steigen, respektive sogar leicht zurückgehen, aber die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt? Schauen wir uns unten mal die Guidance an der Unternehmen. Klar, negativ rückläufig, deutet klar nach unten. Also wir haben jetzt auch in dieser Berichtssaison gesehen, die praktisch in dieser Woche dann komplett abgeschlossen wird, dass die Ausblicke der Unternehmen jetzt nicht so gerade richtig rosig sind. Und vor allem, was ist, wenn die Inflation wirklich dann zurückgeht, dann entfällt die Preissetzungsmacht der Unternehmen. Das wird in die Margen gehen. Jedenfalls hatten wir dann aufgrund eben der höheren Inflationsdaten und der zuletzt zu starken Konjunkturdaten in den USA einen Verlust von 2,4 Billionen an Marktkapitalisierung an den globalen Aktienmärkten. Jetzt haben wir noch eine Marktkapitalisierung von 100,8 Billionen. Das entspricht 104% des globalen BIPs. Hier oben sehen Sie den S&P 500 Chart, unten den Nasdaq Chart. Hier sehen wir der S&P 500, der hat oder pendelt sich so ein zwischen seiner 50er und 200er Tagelinie. Das sind für die Amerikaner, für die Märkte wichtige Bereiche. Und der Nasdaq hat es geschafft, seine 200 Tageslinie am Freitag zu verteidigen. Und hier sehen wir mal, was da passiert ist, hier in Gestalt des S&P 500. Der hat ja diesen kürzerfristigen Abwärtstrend oder den übergeordneten Abwärtstrend verlassen gehabt, ausgebrochen und jetzt wieder genau drauf gesetzt, nämlich so im Bereich 3940, 3950. Diese Zone haben wir gehalten am Freitag, also Backtest des gebrochenen Abwärtstrends. Kein Wunder, wenn da mal eine Gegenbewegung kommt, auch wenn die sogenannten Realrenditen, 10-Year Real Yields, gegenüber den Erwartungen für die Kurs für die Gewinnentwicklung der S&P 500 Aktien eigentlich darauf hindeutet, dass wir da noch sehr viel Luft nach unten haben, dass die Bewertungen also zu hoch sind, der Optimismus in Sachen Earnings zu groß ist. Und deswegen sagt Hartnett von der Bank of America, der nächste große Bullenmarkt startet nach der nächsten Rezession, wenn die Fed eben dann wieder alles anders machen muss, nämlich die Zinsen wieder senken muss, weil diese Zinssenkungen eben dauern, bis sie sich durchs System fressen, aber dann eben auch wie eine Bombe einschlagen. Wir haben interessanterweise gesehen, dass diese Zero-DTE-Optionen, dass da man versucht hat, das Ganze wieder nach oben zu ziehen, trotz der viel zu hohen Inflationsdaten, aber es ist nicht gelungen. Also die konnten diese Optionen, FOMO-Jünger konnten die Märkte nicht wirklich nach oben ziehen. Wir sehen jetzt, wenn wir jetzt mal zum aktuellen Marktgeschehen kommen, den S&P 500 Bullish Percentage Index, praktisch ein Maßstab, wie überkauft oder überverkauft ist ein Markt, und wir sehen, da sind wir schon sehr weit unten, sind also überverkauft. Würde nicht wundern, wenn wir da einen Bounce nach oben sehen, ohne dass da jetzt ein neuer Bullenmarkt raus entsteht. Hier sehen wir mal Dollar und S&P 500, die ja normal sich gegenläufig entwickeln. Der Dollar ja vorher schon deutlich zugelegt, die Anleiherenditen gestiegen, die Aktienmärkte haben das ignoriert. Jetzt sehen wir, dass der Dollar schon ein bisschen überkauft ist, RSI jetzt bei 70, das kann eine Zeit lang überkauft sein, kann auch noch weitergehen, aber in der Regel kommt dann auch mal ein bisschen etwas nach unten und dementsprechend ein Bounce durchaus möglich und sogar wahrscheinlich. Wir haben jetzt gesehen, so berichtet Goldman Sachs, dass Finanzwerte, so muss es heißen, verkauft wurden, während Tech-Werte maßgeblich gekauft wurden. Da ist also etwas passiert. Net bought US Sector this week was Infotech. Also da hat man entweder Short-Positionen glattgestellt oder sich eben sehr deutlich long gestellt im Tech-Sektor. Hier sehen wir die Retail-Investoren, 1,5 Milliarden Dollar pro Tag gekauft. Die sind also euphorisch. Und das in einer Situation, in der Liquidität verknappt wird, das ist mein Argument für Schwäche der Aktienmärkte. Wir werden weiter steigende Zinsen sehen, wir werden weiter Reduzierung von Bilanzsummen sehen, wir sehen weiter, dass die Einlagen bei Banken rückläufig sind, dass die Banken weniger Geld bei der Fed parken und so weiter und so fort. Liquidität ist der Maßstab für steigende oder fallende Märkte. Und hier haben wir es mit rückläufiger Liquidität zu tun. Dementsprechend könnte
Ein Szenario aussehen, dass wir hier in diesem Wochenchart oben vom S&P 500 hier nochmal neue Tiefs testen, ähnlich beim Nasdaq 100 auf Wochenbasis. Der könnte durchaus unter die 10.000er Marke fallen. Natürlich nicht heute, natürlich nicht morgen, natürlich nicht diese Woche, aber jetzt eben hier mittelfristig dürfte das passieren. Und wenn wir uns den S&P 500 mal auf Monatsbasis anschauen und sehen, okay, wenn der so um und bei auf diesen Aufwärtstrendkanal wieder zurückfallen würde, das wäre bei 3.400 Punkten, vielleicht wird den unterbieten, so wie zuletzt bei im Jahr 2020 im Corona-Crash. Was wäre dann passiert? Nicht viel wäre passiert. Es wäre eine ziemlich normale Reaktion in einem Markt, der etwa 2009 noch deutlich unter der 1000er-Marke war, als sie sich mehr als vervierfacht hat, fast verfünffacht hat, eben im Top. Wenn wir da ein bisschen zurückschnappen, who cares? Übergeordnet ist natürlich dann schon eine heftige Hausnummer, fühlt sich heftig an, aber übergeordnet ist das eigentlich eine völlig normale Bewegung. Money, Daumen und Herren. Jetzt kommen wir mal zu Russland. Hier sehen wir, wie ich finde, eine sehr interessante Umfrage von Levada. Unterstützen Sie die Aktionen des russischen Militärs in der Ukraine? Und da sagen 75% ja, das tue ich. 82% über denjenigen, die älter als 55 sind, die also die Sowjetunion noch kennengelernt hatten, dort noch gelebt hatten, die alte Größe wieder sehen wollen. Man war etwas, man hat was zu sagen gehabt in der Welt, das will man wieder herstellen. Deswegen diese hohe Zustimmung zu Putins Krieg. Dagegen nur 62% der 18- bis 24-Jährigen, auch noch eine hohe Quote, aber eben deutlich geringer als bei den Älteren. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Interessant auch diese Beobachtung von Thorsten Polleit, der hier zeigt, dass die reale Geldmenge, also Geldmenge minus Inflation und das reale BIP, also das inflationsbereinigte BIP, ziemlich kongruent normalerweise verlaufen und die reale Geldmenge ist deutlich rückläufig. Dementsprechend ist eben die Auffassung, dass wir eine Rezession vermeiden können, dass jetzt alles überstanden ist, weil der Winter milde war für die Wirtschaft in Deutschland. Die ist verfrüht, wir werden eine Rezession sehen und die wird sich eben aufgrund der geringeren Liquidität, Geldmenge, das ist das Zauberwort, wird die sich eben so manifestieren, zumal wir jetzt um und bei eine Rechnung von 1 Billion Euro aufgrund der großartigen Energiewende hier vergegenwärtigen. Ich sage immer, so viel Erneuerbare wie möglich, so viele Fossile wie nötig. Hier sieht man das bei der Bundesregierung anders. Hier will man praktisch nur noch Erneuerbare. Dass das nicht funktionieren kann, ist eigentlich Physik, hat mit politischer Auffassung nichts zu tun, muss man eins und eins zusammenzählen, aber wo Ideologie und Utopie herrscht, ist normal die Klarsicht nicht wirklich gut vertreten. Immerhin, wir haben weniger Materialengpässe, nur noch 45,4% der befragten Firmen berichten von diesem Problem. Im Januar waren es noch 48,4%. Also da ist eine gewisse Entspannung zu erkennen. Und ich will abschließend, meine Damen und Herren, noch drei Empfehlungen Ihnen geben. S&P 500 und DAX, Zinsanstieg, es wird etwas kaputt gehen. Es geht immer etwas kaputt, wenn die Zinsen schnell und stark steigen. Und das tun sie, weil es dann Leute gibt, Firmen gibt, Institutionen gibt, die zu stark gehebelt sind, die fliegen aus der Kurve, das hat dann einen Dominoeffekt und dann geht etwas kaputt und wahrscheinlich werden die Notenbanken dann darauf reagieren und ihren Zinskurs wieder rückgängig machen. Das wird aber noch dauern, aber das ist hier eine erste Empfehlung, die ich Ihnen geben möchte. Die zweite, die Inflation wird die EZB zwingen, die Zinsen weiter anzuheben. Wir haben am Donnerstag die Inflationsdaten aus der Eurozone. Schauen Sie mal, was da zu erwarten ist, warum die EZB weiter gezwungen sein wird, eben aufgrund der Kerninflation vor allem die Zinsen weiter anzuheben. Und wie schaut es denn aus mit dem DAX? Der hat ein Topmuster aktiviert, folgt jetzt die Trendwende. Also drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Und ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.